Hallo zusammen, liebe Golfer. Ich bin heute im Gespräch mit Frank Kramer, dem Organisator der Golfwoche Sauerland. Frank, stell dich doch bitte mal vor. Ja, hallo Lorenz, hallo liebe Zuschauer. Vielen Dank für die Möglichkeit, heute nochmal die Golfwoche Sauerland hier zu präsentieren. Ja, mein Name ist Frank Kramer, ich bin 47 Jahre alt, komme aus dem schönen Sauerland, arbeite hauptberuflich bei RWE und die Golfwoche Sauerland ist einfach entstanden durch eine Schnapsidee auf einer Golfrunde im August letzten Jahres mit zwei Freunden zusammen. Ja, und da haben wir einfach mal überlegt, wie wir sowas auf die Beine stellen können. Ja, und das, was jetzt im Juni gelaufen ist, kommen wir gleich vielleicht im Detail noch ein bisschen zu, ist daraus geworden. Ja, schön. Erzähl doch mal kurz, wie du zum Golfen gekommen bist. Ja, Golf ist bei mir eigentlich seit 10 Jahren so auf dem Plan. Ich komme eigentlich aus dem Reitsport und vom Tennis, wohne aber direkt 150 Meter vom ersten Abschlag hier entfernt und war viele Jahre lang im Vorstand vom Reitverein tätig. Und der ist unmittelbar an dem Golfplatz hier gelegen. Und von daher hatten wir immer Berührungspunkte damals schon mit den Golfern auch gehabt. Ja, und irgendwann hat es mich dann gepackt, das Golffieber, sodass ich dann also nicht nur Mitglied in dem Club gewesen bin, sondern auch irgendwann die Golfschläger in die Hand genommen habe. Ja, und seitdem bin ich eigentlich dem Virus verfallen, wie viele von uns. Okay. Ja, wie war das denn zu Anfang? Ich unterstelle mal so ein normales Vorurteil, wo man sagt, was wollen die eigentlich, die Leutchen da draußen mit dem kleinen Bällchen und hinterherlaufen, das ist doch gar kein Sport. Hattest du das auch so ein Vorurteil vorher? Vorurteil eigentlich nicht. Ich habe es mir nicht so schwer vorgestellt in der Anfangszeit. Was mich aber von Anfang an begeistert hat und nach wie vor auch jetzt noch begeistert, ist, dass man als Anfänger wirklich mit fortgeschrittenen Profis zusammenspielen kann und dass über das Handicap dann doch relativ fair auch die Chancengleichheit da ist. Und was mich jedes Mal wieder fasziniert, bei allen Turnieren eigentlich auf der ganzen Welt, dass Alt und Jung zusammenspielen können. Also ich habe viele Turniere mitgespielt, wo 7-, 8-Jährige dabei gewesen sind als Kinder, die zusammen dann mit den Ältesten, die ungefähr 80, 82 gewesen sind, Turniere zusammengespielt haben. Und das hat man, glaube ich, in keiner anderen Sportart. Also beim Tennis war es immer so, wenn man da nicht einen gleich starken Partner hatte, dann hat es beiden keinen Spaß gemacht. Entweder war der eine über- oder unterfordert. Und das ist beim Golfspielen eben so, dass man wirklich von Anfang an, wenn man die Platzreife gemacht hat, einigermaßen den Schläger schwingen kann, wirklich mit Fortgeschrittenen über die Runde gehen kann und es relativ fair zugeht dabei. Schön. Nochmal kurz, wir haben es, glaube ich, noch nicht erwähnt, deine Spielstärke. Ja, ich habe mich mit Mühe und Not jetzt auf 18,3 runtergearbeitet, habe mir aber vorgenommen, ob ich das schaffe, weiß ich nicht, aber bis ich 50 bin, möchte ich gerne einstellig sein. Das heißt, ich muss noch viel, viel trainieren. Gibt es vom Arbeitgeber dafür Bildungsurlaub oder wie willst du das schaffen? Nee, das leider nicht. Also das wäre schön, wenn es dafür Bildungsurlaub geben würde, aber durch die Nähe zum Golfplatz hier, dass ich eben dann auch mal abends noch mal eine Runde spontan gehen kann, wenn man eben diese Anreise nicht hat, hoffe ich dann, dass ich doch das eine oder andere Mal noch häufiger spiele als bisher und dadurch einfach noch mehr Routine bekomme. Also die 18,3, das war schon harte Arbeit. Oh, kann ich mir vorstellen. Wir sehen dich jetzt hier vor einer so einer Art Trophäenwand. Sind das deine, hast du deine besten Scorecards aufgehängt oder was befindet sich hinter dir? Wenn die besten aufgegangen wären, dann wäre die Wand relativ leer. Das ist einfach eine Sammlung von allen Scorekarten, die ich in den letzten Jahren so gespielt habe. Ich spiele relativ viele fremde Plätze, weil mich das immer wieder begeistert, einfach neue Plätze kennenzulernen. Und das ist einfach so eine kleine Sammlung von den ganzen Plätzen, die ich jetzt in den letzten Jahren gespielt habe. Okay, das sieht ja so aus wie so ein Spickboard, eine Pinnwand. Ja, genau. Also hier Reden ist wir. eine normale Rigipswand hinter, aber da kann man Okay. schön mit den Nadeln das da reinstecken. Ja, sehen wir dich hier in deinem Wohnzimmer oder in deinem Nee, Arbeitszimmer das ist oder im jetzt das Flur? Büro oben. Ah ja. Das ist relativ stark auf Golf geprägt. Hier sind also auch dann nicht so die Keimzelle von der Golfwoche letztendlich auch. Von hier werden alle Newsletter verschickt, die Posts auf Facebook werden hier vorbereitet und alles Mögliche. Alles, was mit der Golfwoche per Computer zu erledigen ist, wird von hier oben aus gemacht. Okay, schön. So eine Golfwoche sind 7 Tage. Da ist ja auch bei euch dann schönes Wetter. Wissen wir, weil es ist ja toll. Und da wirst du wohl vielleicht so ein paar Tage vorher anfangen mit ein bisschen Organisation. Oder was hat das für einen Vorlauf? Ja, so war die Grundidee eigentlich. Als wir im letzten Jahr gesagt haben, auch wir machen das mal eben so ein bisschen, haben wir uns das wirklich nicht
ganz so arbeitsreich vorgestellt. Aber man muss sagen, es macht eine Menge Spaß. Also dadurch, dass wir überall offene Türen eingerannt sind mit der Idee, also sowohl bei den Golfclubs wie auch bei Medienpartnern, Golfpost, vielen Dank nochmal, dass ihr mit dabei seid, bitte. Andere Sponsoren. Wie gesagt, es war von Anfang an positiv und dann macht die Arbeit auch nichts aus. Also was natürlich zwangsläufig dazukommt, wir haben uns alle dann für die 7 Tage, beziehungsweise auch schon ein paar Tage im Vorlauf Urlaub nehmen müssen. Aber wir hatten eine tolle Woche und es hat riesig Spaß gemacht. Ja, aber man wird, es ist schon ein paar, ihr fangt ein paar Monate vorher an, ne? 6, 7 Monate vorher? Ja, wir sind eigentlich direkt nach der letzten Golfwoche im Juni damit angefangen, uns Sachen aufzuschreiben, was wir verbessern können. Wir haben dann im Nachgang nochmal einige Teilnehmer kontaktiert, haben nachgefragt, was gut gelaufen ist, was wir verbessern können und so weiter. Wir hatten bei allen Turnieren, bei den Siegerehrungen immer darauf hingewiesen, dass wir sehr stark an Kritik interessiert sind, dass wir das Ganze verbessern können. Also es ist ja nicht unsere Hauptaufgabe beruflich, solche Turniere zu organisieren. Also wir haben sowas ja noch nie vorher gemacht. Und deshalb haben wir uns dann immer über diese Kritikgespräche das Ganze verfeinert. Und ja, wir sind jetzt mit den Hauptsponsoren schon wieder durch. Also wir haben als Hauptsponsor, genau wie im letzten Jahr, Titelsponsor die Firma Loy & Nil schon klar. Dann den Stanglwirt für die Gesamtsieger wieder, dass also im nächsten Jahr in der Stanglwirt-Trophy teilgenommen werden kann. Das Golfhaus ist wieder mit dabei. Und so haben wir schon große Säulen für das nächste Jahr wieder feststehen. Okay, schön. Eine Frage zu deinem Heimatclub. Welcher Club ist das und was gibt es über den zu sagen? Heimatclub ist der Golfclub Sauerland. Der schönste 10-Loch-Platz in Deutschland. Ist der einzige 10-Loch-Platz, glaube ich. Also wir haben, habt ihr im Clubhaus noch ein Driving, noch ein Putting? Nee, ist schon ein schönes Par 3 noch dazu gekommen. Der Club ist 1958 gegründet worden. Liegt traumhaft in einem Schlosspark hier am Jagdschloss in Arnsberg und ist sehr flach. Also wenn man Sauerland hört, meint man ja immer, dass man viele Berge rauf und runter muss. Ist bei uns auf dem Platz überhaupt nicht gegeben. Ich kann jeden einladen, den Platz einfach mal zu spielen. Es ist ein wunderschöner Ort. Und wie gesagt, wir haben dann vor ein paar Jahren die Möglichkeit gehabt, noch eine Bahn dazwischen zu schieben, ein paar Dreiloch. Und so haben wir jetzt das Ganze auf 9 auf 10 Löchern erweitert. Ja, schön. Und du hattest vorhin gesagt, dass es im Sauerland relativ viele Golfplätze. Die Zahl war jedenfalls für mich überraschend hoch. Ja, wir haben 18 Golfplätze insgesamt hier im Sauerland und haben uns dann im letzten Jahr 7 Mal rausgesucht, mit denen diese Golfwoche zu initiieren. Aber insgesamt sind es 18 Golfplätze. Da sind allerdings 18 und 9 Lochanlagen mit dabei. Und wie sind die, sind das dann bergige Plätze vorwiegend oder hügelige oder auch flache? Er ist auch verteilt. Also wir haben wirklich Plätze dabei, wo man wirklich zu allen Seiten schräg steht, sowohl rauf und runter als auch nach rechts und links schräg, aber auch ganz flache Plätze. Also es ist ein guter Mix eigentlich dabei. Also ich kann jedem wirklich nur empfehlen, mal ins Internet zu gucken und sich die Plätze anzuschauen. Sind spektakuläre Bahnen mit dabei, durch die Hügel und durch die Erhebungen natürlich, wo man schön ins Tal spielen kann. Also wir haben viel zu bieten hier im Sauerland. Okay, der Hirsch auf deinem Poloshirt, ja. Was macht der? Bist du Jäger oder wo kommt das her? Nee, das ist der Hirsch, ja, ein Poloshirt eines meiner Lieblingsclubs, auch aus Kitzbühel, Golfclub Eichenheim. Sicherlich auch vielen aus den Videoberichten von eurer Golfreise schon bekannt. Ist ein wirklich spektakulärer Platz. Nicht einfach zu spielen, aber mit dem traumhaften Ausblick in die Berge da. Also es ist sowohl golferisch manchmal ein Erlebnis, wenn man gut spielt, ansonsten kann man sich die Berge anschauen. Okay. Was ist denn so außerhalb vom Sauerland dein Lieblingsplatz? In Deutschland eindeutig Golfclub Budersand auf Sylt. Also da habe ich schon schöne Runden gespielt, jedes Mal anders, weil der Wind immer aus unterschiedlichen Richtungen kommt. Sehr attraktiv mit den vielen Bunkern dort und die Fairways sind einfach in einem Top-Zustand. Selbst wenn es da mal geregnet hat, kann man wirklich über den Platz gehen. Das Wasser läuft so durch den leichten Boden sofort ab. Man kann traumhaft dort spielen. Und es, wie gesagt, es lässt sich jedes Mal anders spielen. Okay, und außerhalb von Deutschland?
Ja, mein Favorit außerhalb von Deutschland, wie gesagt, Golfclub Eichenheim in Kitzbühel. Wo ich aber auch sehr gerne spiele, ist Golf der Anratsch in Camp de Mar. Auch wieder spektakulär, sicherlich nicht mit vielen Plätzen vergleichbar, weil zwischen Abschlag und Fairway dann doch schon eine gewisse Strecke zu überbrücken ist. Aber das macht das Ganze auch spannend und ist wirklich ein traumhafter Platz. Und auch da, wie gesagt, wenn man schlecht spielt, kann man sich immer noch an der schönen Aussicht erfreuen. Was bist du denn für ein Golfer? Einer, der lieber über den Golfplatz ziemlich zügig geht und sich auch ärgert, wenn andere mal 4,5 und 5 Stunden brauchen, oder selber einer, der eher so den gemütlichen Schritt drauf hat? Nee, also ich bin schon dafür, dass man das Ganze ein bisschen in einer sportlichen Zeit auch hintereinander bringt. Manchmal ist es eben bei vielen Turnieren so, dass man zwangsläufig Wartezeiten hat, weil die Turniere relativ vollgepackt sind aufgrund eines großen Starterfeldes. Das haben wir von der Golfwoche auch anders gemacht. Wir haben das reglementiert auf 80 Leute, sodass man auch in der zügigen Zeit über den Platz kommt. Wenn man das mit 130 Leuten macht oder was, dann sind es Wartezeiten vorprogrammiert. Und ich finde immer, man kommt ein bisschen aus dem Spiel raus, wenn man dann wirklich 5, 6 Stunden im Endeffekt über den Platz geht. Also wie gesagt, ich bin für ein zügiges Spiel. Okay. Ja, schön. Was ist eigentlich so die schönste Belohnung, wenn man diese Golfwoche macht mit der starken Vorbereitung? Was ist das, wo du wirklich sagst, okay, jetzt hat sich die Arbeit gelohnt dafür? Also einmal fängt das schon an, so nach 2, 3 Tagen, wenn die Teilnehmer, die mehrere Turniere spielen, auf dem Parkplatz sich begrüßen und einander begrüßen und freuen, dass der andere wieder mit dabei ist. Also man schweißt so die Leute sehr stark zusammen. Es ist nicht so wie bei einem Turnier, wo fremde Leute dazukommen und man spielt eine Runde zusammen, sondern dadurch, dass sehr viele Teilnehmer 3, 4 oder bis zu 7 Tage auch mitspielen, ist es so eine Gemeinschaft nachher. Und das ist ein ganz toller Teamgedanke, der dahinter steckt. Und das macht einfach Spaß zu sehen, wie sich das in den Tagen so langsam aufbaut. Und dann bei der Players Night natürlich dann in einer tollen Abendveranstaltung, wo wirklich alle zusammensitzen, dann endet. Und das ist so der schönste Moment eigentlich für uns gewesen. Und dieses Dankeschön und dieses positive Feedback von den Teilnehmern. Also das Schlimmste, was wir an Kritik gehört haben, ist, dass bei einem Turnier keine Bananen da gewesen sind am ersten Tag. Und ich glaube, wenn man das als schlimmste Kritik bisher gehört hat, dann können wir nicht ganz so viel falsch gemacht haben. Aber auch hier der Aufruf, wenn jemand in den 7 Tagen als Teilnehmer was Schlechtes erlebt hat, was wir noch verbessern können, ich bin jederzeit ganz einfach über Facebook oder Mail zu erreichen, sagt uns Bescheid und wir sind wirklich daran interessiert, das noch besser zu machen. Okay, also noch ein paar Orangen nächstes Jahr statt den Bananen dazu. Genau. Nochmal eine Frage zu dem golferischen Erlebnis. Wenn du dir mal Flight-Partner wünschen könntest, würdest du lieber mal ein Flight spielen, bei dem Barack Obama dabei ist oder bei dem Rory McIlroy dabei ist? Dann den McIlroy. Oder weder noch. Also doch ein bisschen sportlicher, weil mich so das Ganze drumherum sehr interessiert. Das fängt ist eigentlich schon vor der Golfrunde an, was mich da interessieren würde. Wie machen die sich warm? Worauf legen die Wert? Was haben die für eine Routine und so weiter? Und ich glaube, davon kann jeder Hobbygolfer noch eine Menge lernen. Und deshalb würde mich so eine Runde mehr interessieren. Mit Rory McIlroy, ja, die genau. Runde. Okay. Und wenn du jetzt mal frei wählen könntest und sagst, mein Lieblingsflight wäre, mit welchen 3 anderen Golfern würdest du gerne zusammenspielen? Ja, ich habe mit deinem Sohn vor kurzem eine sehr schöne Runde in Köln gespielt. Das war sehr, sehr klasse. Ansonsten würde ich gerne mal mit einem der beiden Klitschkos eine Runde spielen. Das würde mich mal sehr interessieren. Boris Becker ist ja im Moment aufgrund seiner Hüfterkrankung oder seiner neuen Hüfte im Moment nicht ganz so einsatzbereit, aber mit den Klitschkos würde ich doch mal gerne spielen. Und die sind ja auch regelmäßig in Kitzbühel, von daher. Vielleicht ergibt sich das ein oder andere Mal dort. Hast du eine boxerische Vergangenheit oder warum die Klitschkos? Nee, das würde auch nicht gut ausgehen, wenn ich da gegen einen von den beiden da antreten würde. Ich glaube, selbst im Golf hätte ich da keine Chance, aber es wäre ein interessanter Flight. Würde bestimmt Spaß machen. Okay, schön. Also wir beobachten das und drehen mal ein Video, wenn du mit den Klitschkos unterwegs bist. Auf jeden Fall. Ja, Frank, vielen Dank für das Gespräch.
Ich wünsche dir eine schöne Golfwoche im nächsten Jahr und wir bleiben da sicherlich am Laufenden. Vielen Dank nochmal, dass ihr uns als Medienpartner unterstützt und vielen Dank für das schöne Gespräch, Lorenz. Alles Gute. Tschüss und schönen Abend. Alles Gute. Tschüss.